Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2. Ja, wir haben jetzt die gute Alexandria gerettet. Sie war ja der Kronenmeuchler. Und ja, da habe ich was entdeckt. Das nehme ich mit, das ist meins. So, jetzt müssen wir irgendeinen Wachturm erledigen. Ups, das war falsch. Ich brauche das Herz. Ha. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wie ich zu dieser Art Wachturm hinkomme. Ist das überhaupt ein Wachturm, wo ich hin muss? Kehre zu Dreadvale zurück. Deaktiviere den Wachturm. Ach, ich soll dahin zurück? Wie soll ich das machen? Muss ich komplett raus hier, oder was? Entschuldigung. Ich habe da was gefunden. Okay. Brauche ich nicht. Ja, wie kehre ich denn jetzt zu diesem Ort wieder zurück? Bin jetzt auf jeden Fall draußen. Und nun? Wieder vor, hier einen Sommer zu verbringen. Nichts zu tun und die Leute sorgen für einen. Nein, danke. Oh Gott. Krankheit bleibt Krankheit. Auch im seidenen Bademantel. Oh, ich konnte dich. Nein! Da steckst nein. Dein Gesicht nirgendwo hin! Sie ist verletzt! Macht sie fertig! Das ist der Wachturm. Ich krieg dich schon. Nachher trinke ich einen Rum und Klug. Ah, ich bin tot. Okay, gut. Was? Ich weiß. Schon gut, schon gut, schon gut, schon gut. Letzter Kontrollpunkt ist wahrscheinlich bei den Bienen. Das bekomme ich hin. Ja, ich wusste es. Habe ich das da jetzt schon weggenommen? Nein. Ach. Okay. So. Warte mal, was mache ich denn am besten? Ich will mal ein paar. Was kann ich hier? Noch ein paar Kräfte sammeln. Was habe ich? Ich habe 4 Runen, ne? So, ich möchte mich gerne in eine Ratte verwandeln. Was haben wir da? Verstärkte Schattenstreiche. Heute bist du 2 Gegner im Schattengang oder setze sie außer Gefecht. Schlechten sichtbaren Gestalt schneller. Nee, das möchte ich nicht gerne machen. Ich würde jetzt gerne was anderes machen und zwar. Was ist das denn mit dieser Sicht? Doppelgänger? Nachtsicht. Genau. So, jetzt habe ich nur noch eine Rune. Da kann ich jetzt nichts mitreißen, ne? Doch, Reflexe. Oder Knochenhandwehr. Weil die Gefahr besteht, dass sie verderben. Nee, Reflexe ist schon ganz gut. Muss schön gewesen sein vor 10 Jahren. Stell dir vor, hier einen Sommer zu verbringen.
Nichts zu tun und die Leute sorgen für einen. Nein, danke. Krank. Wie kann ich denn jetzt in... Seidenen Bademantel. Ich stell mir nur kranke Leute vor, die über Tee und Kuchen Blut spucken. Ich krieg hier echt eine Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie ich als Ratte... wie ich mich als Ratte tarnen soll. Mal kurz lesen, vielleicht. Rattentunnel. Eröffne dir neue Wege. In schlechter sichtbaren Gestalt kannst du dich durch Rattentunnel bewegen, die dich zu abgelegenen Orten bringen. Oder die ermöglichen, Gegner zu umgehen. Bewege dich in deiner schlechter sichtbaren Gestalt durch Rattentunnel. Hamilton. Ah. Der Nachtarbeiter hat ihn angeblich in den Wahnsinn getrieben. Ja. Der sitzt zu seiner eigenen. Okay, wir können uns jetzt doch nicht in eine Ratte verwandeln, sondern. War Hausmeister zur Zeit des alten Herzogs Theodanes. Hat so lange hier gearbeitet. Was? So. Mach mal ein bisschen schneller hier. Wachturm ist dort. Wenn der Wachturm erledigt ist, kann Megan mich aufsammeln. Okay. Das kriegen wir definitiv gemeistert. Na? Huh? Ich suche mit dir. Los! Ich habe keine Zeit für Spielchen. Hast eh keine Chance gegen uns. Schitte. Ich habe keine mehr, ne? Ich frag mich, wer das war. Ach mein Gott, ich habe keine Pfeile mehr. Okay. Das war voll daneben. Nichts war das. Hallo? Ist da wer? Hast du das gehört? Die kommen hier gar nicht rum. Nicht lang dauern. Hältst dich für schlau, hä? Schlag sie in Stücke. Auf ihr Kommando. Komm her und kämpfe, Feigling. Nimm das. Den habe ich gekriegt. Wie geil. Ich komme einfach nicht an sie ran. Was? Der kann erstmal ganz locker durch die Wand schießen. Das geht ja nicht. Warte, das kann ich auch. Nieder, du Abschau! Hier, sie darf jetzt fliehen! Ich bin Abwehrbeiber! Nein! Wow! Voll im Arsch! Nein! Wie geil! Der war gut! Der war mächtig gut. Und es sieht nicht so aus, als wenn da unten jemand wäre. Okay, wie kommt man jetzt hier hoch? Aber wie kommt man da jetzt hoch? Springen. Ich muss springen. Ich muss nach oben. Da ist eine Kette. Aber an die komme ich nicht dran. Ich muss definitiv springen. Okay. Aber wie komme ich hier? Ja, klar. Zack. Zack. Lieutenant Mikos, melden Sie sich nach Ihrer Patrouille beim Diensthabenden. Jau! Was soll das denn für ein Scheiß? Ich dachte... Hä?
Wow, wow, wow. Okay. Ich bin da. Ich glaube nicht, den Sprung ins Wasser schaffe ich definitiv nicht. Ach, irgendwas könnte man jetzt... Schaltkreis, man könnte den jetzt manipulieren, wenn man Kabelwerkzeug hätte. Das ist ja interessant. Da ist er. Habt ihr schon vermisst? Ich leg mich hin, bis ihr soweit sind. Können wir hier weg? Es gefällt mir hier nicht. Bereit? Ja, lass uns zum Schiff zurück. Ach, wie schön. Haben Sie Sokolov gefunden? Nein. Aber Hypatia war der Kronenmeuchler. Was? Das nehme ich Ihnen nicht ab. Der Herzog hat sie dazu gebracht, sich eine falsche Mixtur ihres Serums zu spritzen. Es hat sie verändert, aber es gab ein Gegenmittel, also lebt sie noch. Wenn sie sich an die Morde erinnert, muss sie damit leben. Was ist mit Sokolov? Sie haben ihn einem gewissen Kirin Jindosch überlassen. Kennen Sie ihn? Jeder kennt ihn. Sarkonos Großerfinder. Dann ist er der Nächste. Hoffentlich geht es Anton gut. Auf tödlich und Angriff war ich diesmal. Gut. Hat aber definitiv was gebracht. Zu seiner Zeit war Sokolov Dunwalls Genie. Seine Erfindungen veränderten die Stadt. Aus dem Tower sah ich, wie aus der Hauptstadt ein Gefängnis wurde. Und ich hörte, wie er trank, lachte und meiner Mutter immer wieder sagte, wie brillant er wäre. Nach ihrem Tod halfen Sokolovs Erfindungen einem Tyrannen, das Reich zu übernehmen. Nach all diesen Jahren ist Kirin Jindosch jetzt Kanakas Genie. Der wahnsinnige Erfinder, der dem Herzog düstere Maschinen verschafft hat, die sich wie Menschen bewegen. Mechanische Soldaten, die kämpfen und töten. Ich muss herausfinden, wo Sokolov gefangen ist und den Leben zurückbringen. Ein Genie retten und das andere töten, bevor es eine Armee mechanischer Soldaten erschafft. Das kriege ich hin. Da kriegen wir jetzt wieder eine neue Kraft. Nee, doch nicht. Erstmal Reiseprotokoll schreiben. Soll ich jetzt mal vorlesen? Ich versuche es mal. Kommt. Okay. Wir fangen mal mit dem ersten Teil an, ne? Ein langer Tag in Dunwall. Ein neues Jahr. Ein neues Jahr beginnt vielleicht, wird in 1852 weniger langweilig als 1851. Ich kann es kaum erwarten, dass Wyman nach Dunwall zurückkehrt. Wir werden uns gemeinsam das verlassene Anwesen anschauen, das ich neulich des Nachts entdeckt habe, am Rande von Rutshore. Vielleicht habe ich vorher noch Zeit, es in ein Geisterhaus zu verwandeln. Ich könnte alte Bettlaken aufhängen und oben einen Audiographen verstecken. Wyman wäre begeistert. Wir würden uns gruseln und an den Händen halten und schreien und lachen. Ach, Emily, du hast versprochen, am Hof ernster zu sein und zuzuhören, und jetzt planst du schon wieder deine nächste Flucht, dann nochmals aufs Neue. Vorschläge für einen neuen Erlass zur Rationierung und Verteilung von Walöl?
Der Jahrestag. Wieder einmal ist es soweit. Der Jahrestag des Todes meiner Mutter. Aber zum Nachdenken bleibt keine Zeit. Alles dreht sich um Sicherheitsprotokolle, Essen, Gästelisten und es ist unmöglich, sich nachts davon zu stehlen. Ich fühle mich wie ein Vogel im Käfig. Ich musste die diesjährige Rede schon auswendig lernen. Das ist endlos. Wäre es so schlimm, wenn ich einfach erzählen würde, woran ich mich erinnere? Wie sie mir zugezwinkert hat, selbst während sie mich ausschimpfte? Weil ich auf die Statue meines Großvaters geklettert war? Der Klang ihrer Schritte, als sie des Nachts herging, als wir uns auf einer Bootsreise nach Driscoll eine Kabine geteilt haben oder als sie Corvo erlaubte, mir das Angeln beizubringen, dann aber einen Haken aus meinem Arm ziehen musste, das wäre mal eine Rede. Okay, das war ja jetzt Kapitel 2. Mein Vater entehrt am Rande der Welt. Mein Vater ist verloren, von Delilah zur Stein verwandelt. Diese Worte wirken nicht mal echt. Hexerei, etwas, das ich nie für möglich gehalten hätte. Aber jetzt muss ich daran glauben, um auch daran zu glauben, es rückgängig machen zu können. Delilah behauptet, meine Tante zu sein, die rechtmäßige Erbin, Wahrheit oder Lüge? Ich weiß nur, dass sie Magie eingesetzt hat, um sich meinen Thron zu holen. Geholfen hat ihr dieser linke Herzog Abel. Sie haben bestimmt jahrelang an ihrem Plan gearbeitet. Illoyalität? Mit Versprechungen erkauft. Selbst Ramsay, Hauptmann der Stadtwache. Er verbreitet die Behauptung, dass mein Vater und ich für diese monströsen Morde verantwortlich sein könnten. Dass einer von uns beiden der Kronenmeuchler sei. Der Kronenmeuchler. Ich habe es gerade nicht so mit Vertrauen, aber Megan Foster sagt, sie kenne Anton Sokolov, unseren alten kaiserlichen Arzt. Außerdem hat sie mir geholfen, dem Staatsstreich zu entkommen. Sie ist also alles, was ich zurzeit habe. Wir sind mit dem Schiff unterwegs nach Serkonos. In meinem Dunwell, meinem Zuhause, bin ich nicht mehr sicher. Doch wirklich sicher war ich nie. Und ich werde es auch nie sein. Je eher ich mir das klar machen kann, desto besser. Das Nichts. Dragon Age? Diesmal war es kein Traum. Ich habe über das Nichts und dem Outsider gelesen, es mir vorgestellt und nun habe ich diese Wunder mit eigenen Augen gesehen. Seltsam ist gar kein Ausdruck dafür. Der Outsider hat schreckliche Augen, vollkommen schwarz. Er hat mir etwas angeboten. Ich weiß, dass solche Geschenke immer einen Preis haben, aber wie konnte ich ablehnen? Diese Macht könnte mir den nötigen Vorteil verschaffen, um Delilah und Herzog Abel zu besiegen. Den Preis dafür werde ich später zahlen. Und welchen Preis werde ich für sie, für sein anderes Geschenk zahlen? Für die Stimme meiner geliebten Mutter, gefangen in einem äußerst eigenartigen Apparat? Wieder mit ihr reden zu können, tut gut, macht mir aber auch gleichzeitig Angst. Und doch ist sie nicht mehr ganz der Mensch, den ich gekannt habe. Dieses Ding, das Herz, es ist dort und auch wieder nicht. Ich muss mich völlig neu darauf einstellen, um es überhaupt zu erkennen. Wir sind an der südlichsten Spitze des Kaiserreichs eingetroffen. Überall seltsame Düfte, Salz, Fisch, Gewürze. Ich weiß nicht, wie ich mich hier unters Volk mischen soll. Ich weiß nicht, was ich essen oder wo ich hingehen soll. Doch hier wurde mein Vater geboren, also gehört auch ein Teil von mir hierher. Und es ist mein Volk. Oder zumindest war es das, bis Delilah mir den Thron geraubt hat. Ich werde sie kriegen, Delilah, mit meinen neuen Kräften. Jetzt brauche ich nur noch einen Plan. Untersuchung des Admire-Institut. Diese Kapitänin, Megan Foster, sie hat mir geholfen, dem Staatsstreich zu entkommen, aber sie schaut mich verächtlich an, wenn sie glaubt, dass ich nicht hinsehe. Fürs Erste ist sie alles, was ich habe, obwohl ich hoffe, dass Anton Sokolov bald zu uns stoßen wird. Mein alter Lehrer, der schärfste Geist im Kaiserreich, redete gerne schmutziges Zeug, wurde entführt. Megan sagt, er wurde zuletzt gesehen, als er vom Kronenmeuchler zum Edelmeier-Institut geschleppt wurde. Das ergibt für mich keinen Sinn, außer der Meuchler ist dort, Patient. Vielleicht braucht er Medikamente oder irgendwas in der Art. Aber wie kann ein geisteskranker Patient für den Herzog und Delilah arbeiten? Vielleicht weiß es die leitende Alchemistin des Edelmeier, Alexandra Hypatia. Sie führt das Institut seit Jahren und hat sich einen Namen damit gemacht, die Krankheiten der Bergleute zu heilen. Wenn sie etwas weiß, werde ich sie zum Reden bringen. Entschuldigt wegen meiner... Ihr wisst ja, ich lese sehr schlecht vor. Ihr könnt auch einfach den Ton ausmachen und selber lesen. Okay, das Maschinenhaus. Der Kapitel 3, denke ich mal, ist das jetzt, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann haben wir nur 8 Kapitel, okay. Der Kronmeuchler ist fort. Nun zu Jindosh.
Ich konnte endlich aufdecken, wie meine Feinde den Kronmeuchler erschaffen haben. Die perfekte Gelegenheit, um das Vertrauen in mich vor dem Startstreich aufzuweichen. Hätte ich doch nur innegehalten und ein paar Minuten darüber nachgedacht, vielleicht wäre mir dann das Vertrauen meines Volkes nicht abhanden gekommen. Aber das hätte Geduld gefordert und mein Berater erinnern mich immer wieder daran, dass diese nicht zu meinen Eigenschaften zählt. Aber Hypatias eigenes Serum gegen sie einzusetzen ist einfach furchtbar. Ich bin froh, dass ich ein Heilmittel finden konnte. Sie ist eine brillante Alchemistin. Jetzt kann sie ihre Forschung weiterführen, um den Menschen in Serkonos zu helfen. Serkonos, genau, habe ich richtig gesagt. Sokolov konnte ich nicht retten. Man hatte ihn bereits verlegt, im Kirin, Jindosh Anwesen. Jindosh ist der Erfinder der mechanischen Soldaten und wenn er Sokolovs Genie für seine eigenen Pläne nutzen kann, könnte das böse enden. Ich habe seine Tötungsmaschinen beim Donwold Tower in Action erlebt und darf nicht zulassen, dass Delilah solch eine Verbündeten hat. Jindosh findet sicherlich Gefallen daran, seinen Rivalen im Geiste gefangen zu halten. Tja, lang wird der Spaß nicht dauern, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Die Dreadful Vale, was für ein seltsamer Name. Auf diesem Schiff kann ich kaum schlafen und wenn dann nur sehr schlecht. Tja, jetzt bin ich wach und denke an Sokolov. Ich weiß noch, wie er damals im Hound Pits Pub war, wie eine Bestie im Käfig. Er roch nach abgestandener Pisse und verfaultem Fleisch, aber sie konnten ihn nicht brechen. Er behielt sich im Griff und wurde mein Lehrer. Das brachte ihn nach dem Tod meiner Mutter. Vorsicht, vor Würdenträgern, die Geschenke machen, hat er mir immer gesagt. Aber ich war noch ein Kind und mochte Geschenke. Nichts hatte für mich einen angenehmeren Klang. Aber jetzt weiß ich es besser. Ich denke auch an Callista, meine alte Gouvernante. Sie wollte immer auf ein großes Schiff die Welt bereisen. Dann verließ sie eines Tages Dunwall und schrieb mir nach einigen Monaten nicht mehr. Ja. Upsala. So rum. Ich mach das mal eben alles hier zu. Das haben wir. Knochenartefakte hab ich eins. Drei Stück habe ich sogar, oder? Gestohlener Atem. Ich brauche mehr Mana, bis alle Anwendungen. Gegner mit weitreichend anzuziehen ist jetzt harmlich und leise. Also erheblich weniger Schaden. Oh, das ist schon mal sehr gut. Weniger Schaden erleiden ist schön. So. Ach ja. Und wie ihr wisst, ich lese ja auch nur wichtige Sachen vor, ne? Abschied des Musikers, das habe ich schon mal gelesen. Wie sagt man in Tyvia? Betrachte die Gesichter jener, die sich am tiefsten verbeugen. Oder so ähnlich. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh. Die vielen Gesichter und die Stimme des Herz... Oh, sie sind es. Dr. Hypatia, erinnern Sie sich noch an irgendwas, das mir helfen könnte? Ich suche Anton Sokolov. Er kann vielleicht aufdecken, was der Herzog plant. Meine Erinnerungen sind bruchstückhaft. Der Herzog ist eng mit seinem Großerfinder Kirin Jindosh im Bunde. Der hat den Charme einer schwarzen Witwe. Er verehrt und hasst Sokolov zugleich. Wir waren bei Aramis Stilton. Er ist nett. Aber es ist etwas Schlimmes passiert. Nur Erinnerungsfetzen. Tut mir leid. Ruhen Sie sich jetzt aus. Vielleicht hilft uns etwas davon weiter. Ich hoffe es. Ich weiß zwar nicht genau, was Sie für mich getan haben, aber ich schulde Ihnen was für die Hilfe im Eddemeyer. Danke. Die spielt Musik ab, okay. Hast du denn noch irgendwas hier, was ich gebrauchen kann, Mädchen? Auf einem Schiff mit Freunden, denke ich. Ich habe geschlafen, zum Glück ohne die üblichen Albträume. Vielleicht tut mir die Seeluft gut. Kapitän Megan Foster hat mir vorhin etwas Tee gebracht. Eine interessante Frau. Sie scheint zu verstehen meine zerrissenen Erinnerungen und das Grauen, das sie begleitet. Sobald ich wieder auf den Beinen bin, muss ich zurück ins Eddemeyer. Die letzten Wochen sind so verschwommen. Was habe ich erreicht? Was ist mit meiner Forschung zum schwarzen Husten?
Meine Arbeit ist so einfach entgleist. Ich schließe daraus, dass ich einen kompletten Zusammenbruch erlitten habe. Ich brauche Zeit, um mich zu erholen. Ja, die wirst du haben. Die wirst du definitiv haben. Megan ist bestimmt an Deck. Dachte ich schon weg? Das ist ja nett. Ramsay und der Kronmeuchler. Zwei Teile des Puzzles. Mehr werden folgen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gelesen habe. Hypatia hat Schreckliches unter dem Einfluss ihrer Formel getan, aber nun ist sie frei. Der Kronmeuchler war also Abeles Werkzeug. Die Morde waren eiskalt kalkuliert. Jetzt voll die Nische. Als wenn ich mich hier irgendwann mal verstecken müsste. Oh, das war nicht geplant. Ich wollte das Herz haben. Ich möchte nur, dass du niemals vergisst, wer du bist und wer du sein kannst. Ich habe ein Kurbelrad. Bringe den Kurbel. Beseitige das Leck. Wir haben einen Leck am Deck. Das ist ja gut zu wissen. Bin ich denn hier? Ganz viel Strom. Okay, hier ist nichts mehr. Ja. Whiskyglas. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Lagerraum war. Ist das der Lagerraum? Wird da wohl sein. Diese Stadt ist ein Ort der Reichen. Aber nicht jeder kann am Festtisch sitzen. Was haben wir denn noch? Nichts mehr. Wird Zeit, dass wir Sokolov holen. Hoffentlich lässt deine Freundin das Boot heil, während wir weg sind. Ach, mit Sicherheit. Einen Moment mal, ich muss mal etwas verrücken. Bin fertig. Also gut, los geht's. Kapitel 4 sind wir jetzt, genau. Das Maschinenhaus, oh nein. Jindosh ist für den inneren Zirkel des Herzogs wichtig. Die Garde bewacht sein Anwesen und sie setzt alles in Bewegung, wenn sie rausfinden, wer sie sind. Ich passe schon auf. Und es gibt eine Lichtwand, die den Zugang zur Bahnstation versperrt? Ja, aber es gibt einen Schwarzmarktladen in der Nähe. Die verkaufen unter der Hand. Schon mal ein Kabelwerkzeug benutzt? Corvo hat's mir beigebracht. Gut. Überwinden Sie die Lichtwand, dann fahren Sie mit dem Wagen zu Jindoshs Haus. Und es gibt einen Grund, warum die Leute sein Anwesen fürchten. Kümmere mich drum. Emily,
Kümmern Sie sich um diesen Verrückten und bringen Sie Sokolov zurück. Er bedeutet mir viel. Mach ich. Was ist das da hinten? Oh, der ist tot, der Mann. Ach, Ajemini. Ich möchte nichts essen, was hier lag. Können wir hier irgendwas benutzen? Ist hier irgendwas wichtig? Ha. War das ein Hund? Hier spricht der Herzog von Zerkonov. Wer sonst sollte das sein? Querulanten sagen, unsere Brücken würden zerfallen. Die Leute würden unsere Städte verlassen. Aber beim Blick aus dem Großpalast weiß ich, dass das immer irgendwer einen maskierten Kerl gesehen zu haben. Zerkonos ist sicher falscher Alarm. Ja, manche Menschen sind arm. Wie komme ich denn hier raus? Und es stimmt, dass in unserer Hauptstadt verlassene Gebäude voller Blutfliegen stehen. Aber es gab schon immer Blutfliegen. Und es wird sie auch immer geben. So ist die Welt halt. Dinge verfaulen und zerfallen. Was zum? Man trinkt halt, will nicht sterben! Lässt nicht lang dauern! Lust auf Schläge? Das war ja nichts! Oh nein, da kommen noch mehr! Ich reiß dir jetzt Stücke! Das dauert auf nicht lang! Auf Ihr Kommando! Für schuldig befunden. Und Luke. Ach mein Gott, das geht ja schon wieder ganz gut los hier, ey. Toll. Ach, das geht schon wieder super los. Da muss ich rein, da ist der Schwarzhändler. Wo ist denn hier jemand? Wo ist denn hier jemand? Hier ist keiner. Könnte hier jetzt ganz schnell durch. Wieder da lang oder da lang? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ah. Das wollte ich nicht. Oh mein Gott, ich vergesse das immer. Karmaka versinkt in Finsternis. Und Korruption. Ich wünschte, es wäre anders. Sie scheinen einen ausgewählten Geschmack zu haben. Hm. Ich kenne sie nicht. Ich bin neu in Karnaka. Ich brauche ein Kabelwerkzeug für eine Lichtwand, das die Garde benutzt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich kann Ihnen helfen, aber nicht jetzt. Und gehen Sie lieber. Ich bekomme oft Besuche von Paolo. Den möchten Sie nicht kennenlernen. Kommen Sie später wieder. Verstanden. Sie sollten gehen. Wir machen ein andermal Geschäfte. Wie gesagt, Paolo ist unterwegs. Ich glaube, er ist hier. Verstecken Sie sich. Wo denn? Na, ich krieg das Rad da nicht hoch. Scheiße.
der Wahl. Oh mein Gott. Wer ist das denn, Paolo? Mein Rücken tut weh. Tut weh, wenn ich stehe. Wenn ich sitze, wird nur noch drei. Ich brauche 8 neue Messer. Kurze Klingen. Das gute Zeug. Morley-Stahl. Ich weiß, was du meinst. Ach ja. Letztes Mal hast du mir nämlich irgendeinen Hinterhofmüll gegeben, der sofort stumpf wurde und an Gardenrüstung zerbrochen ist. Da hat man mich auch verarscht. Ich sitze hier voll doof. Aber ich mach's wieder gut, Paolo. Ein Rabatt von 10%? 30, weil ich dich mag. Bis nächste Woche. Jetzt werde ich gesehen. Das ist fair. Das lief nicht sauber und ich bereue es. Du kriegst die Messer, versprochen. Gut, gut. Eigenartige Zeiten. Aufseher im Staubbezirk, eine Hexenkaiserin und mechanische Soldaten, die Adelige beschützen. Alles schlecht fürs Geschäft. Mann. Wenn ich mich durchsetze, ist Kanaka in einem Jahr ganz anders. Oh mein Gott, der sieht mich doch. Oh, die sehen mich, 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 die sehen mich. Oder? Oder nicht? Ja, nein, nein, ja, ja, nein. Sie guckt hier hin. Zu spät zum Weglaufen. Ich bitte Sie, verstecken Sie sich, bis er weg ist. Er tut Ihnen weh. Werde ich ihm schon zeigen, wo der Hammer hängt. Okay. Jetzt ist er ja weg, ne? Was ist denn das hier für eine hübsche Wand? Hallo, ich biete absolute Diskretion. Die gefundenen Baupläne schalten 3 Verbesserungen frei. Verstärkte Bolzen, Brandbolzen und stechende Bolzen. Ja. Mal sehen. Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung ihrer Sachen. Ich brauche da so ein Kabelding. Nächstes Mal vielleicht. Ich hatte mal ein Café unten am Hafen, aber der Geruch von Fischblut war dort stärker als der von Morgenkaffee. Ich musste verkaufen. Hä? Ich habe Pläne zum Verbessern ihrer Ausrüstung. Ach, wo ist das denn? Kabelwerkzeug. Linsen. Schwert. Das habe ich doch schon. Ich schlafe meistens im Laden. Die Stadt ist nicht sicher. Pfeile, Patronen, das, das, das. Eine Rune. Genau, schießt du damit das Häuschen auf, um die Einnahmen zu stehlen, wenn du gerade umgehen mit, wenn du gerade umgehen kannst. Aha. Okay. Vor 10 Jahren war alles viel besser. Dann kaufen wir da mal ein paar. Es war mir eine Freude. Davon kaufen wir auch mal. Gutes Geschäft. Davon habe ich 5. Du hast Springmine. Ach, das hätte ich auch lassen können. Kabelwerkzeug, da ist es doch. Die Lage im Land treibt die Preise nach oben. Leider.
So, ich hab was. Ich brauche... Ach, Sie suchen Pläne für bessere Waffen. Nein, ich hab alles. Verkabele die Lichtwand neu. Okay. Ah, Leute. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.